So, this is Nick Beats, and you're watching Novus Live Stream, live on Twitch. Halt die Fresse, Nick! Hallo Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen. Ich habe heute verschlafen, richtig schlimm, aber ich habe es trotzdem pünktlich geschafft. Guck mal, wer dabei ist. Hey, ich bin dabei. Ja, das ist Nick. Ey, guck mal, unser Flug gibt's gar nicht. Malta! Da, oh. 9.25 Uhr, Malta. Okay, lass uns die Kontrolle gehen, Opa. Wir haben es geschafft. Ja, ich habe es trotz meiner immensen Verspätung, dass ich durch 4 Wecker durchgeschlafen habe und erst dann aufgewacht bin, als Nick mich angerufen hat, haben wir es trotzdem pünktlich geschafft. Ist toll, mit mir zu reisen, oder? Ja, das ist total schön. Ja. Dann hast du auch noch, mein Ticket ausgedruckt, um es beim Paket abzugeben. Das Paket, genau. Ja, das Kofferpaket. Ja. Ja, ich bin's halt einfach. Ich hab's einfach drauf. So, meine Freunde, die man unschwer erkennen kann, sind wir in Malta gerade angekommen. Unsere Koffer auch bekommen. Es war alles super. Es war alles tipptopp, flipflop. Wetter ist einfach nur grandios und wir werden uns jetzt auf die Suche machen. Es gibt hier weder Uber noch Free Now, also werden wir jetzt uns einfach ganz normal ein Taxi holen. Ne? Freunde, das ist es. Das ist es. Also wir standen erstmal wie so 2 Deppen da vorne, weil wir gedacht haben, dass man ganz normal ein Taxi holen kann. Also es gibt 2 Sachen. Einerseits fahren die auf der rechten Seite, was ultra weird ist und was ich voll vergessen habe. Und man muss irgendwie reingehen zu so einem Taxistand, das Taxi schon an diesem Taxistand drin bezahlen und dann holt ein Taxifahrer ab. Voll crazy. Okay, Freunde, wir sind jetzt erstmal in meinem Zimmer, weil Nicks Zimmer noch nicht fertig ist, auf jeden Fall. Freunde, das ist es. Was geht? Unsere schöne Dusche hier. Das lässt sich auch sehen. Aber mein persönliches Highlight, der liegt auf dem Massagestuhl-Schild. Ich liebe das Leben. Geil, wie ist es? 10 von 10. Guck mal da raus, Alter. Das ist halt, geil. Das ist halt echt sick. Also der Fernseher, den check ich halt nicht so ganz, weil wer will Fernseher tun, wenn man so eine Aussicht hat? Guckt euch das so mal an, Freunde. Ob es bei euch auch ganz so geil ist. Naja, da dauert ich immer ganz krass dran. Und da wird der ein oder andere Powernap vollzogen. Da wird der ein oder andere Irokesenboy weggebumst. Fokuhila, Irokese ist was anderes. Alright, we got this situation going on. Nee, kannst du dir das bitte mal ganz kurz angucken? Ist das ein Fixspiegel? Komm mal her, guck dir das an. Ich komm doch jetzt nicht aus dem Massagesessel. Guck dir das an, Nick. Das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Oh mein Gott, okay. Hä? Aber stell dir mal vor, du warst auch und das Erste, was du siehst, bist du. Krank, aber irgendwie perfekt, hat das voll auch cool. Was, oder? Ja. Das Bett ist echt bequem. Ja. Gut! Hey, Friends. Also, der erste Tag ist jetzt soweit rum. Leute, ich bin einfach so krass dankbar, dass ich sowas erleben darf. Das ist wirklich crazy. Wirklich crazy und ich schätze alles hier so wert. Und ja, ich versuche euch weitestgehend im größten Teil, wie es mir möglich ist, euch mitzunehmen und euch davon teilhaben zu lassen. Und ja, ich glaube, mehr als Danke sagen kann man da irgendwie nicht, aber es fühlt sich trotzdem nicht genug an. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.12 Uhr. Ja, und wir werden uns jetzt aufmachen und auf eine Bootstour gehen. Das wird, glaube ich, richtig cool. Ich bin sehr excited. Wir müssen das recht früh machen, weil ab 12 Uhr es ziemlich windig wird und wellig. Und das wollen wir natürlich nicht. Wo geht's hin? Bis wir wissen, dieser Button funktioniert noch nicht. Es ist erst 8. Also wir fahren heute zu einem Boot. Dann gucken wir uns die Insel an, aber von außen, also rumherum. Das ist voll cool, wir haben so ein kleines Bötchen für uns ganz alleine. Und wir fahren jetzt ein bisschen auch zu den Touristenspots, also Skoo Lagoon, was man glaube ich kennt, und jetzt ist es Crystal Lagoon. Ich bin sehr gespannt. Vorne ist man auch schon wissen, dass das Wasser so ein bisschen hellblauer wird. Also very excited. Oh mein Gott, wie wir da durchfahren. Da kommst du in anderen Booten auch gar nicht rein. Nee, safe. Ja, wie crazy. Das heißt hier, das Lover's Cave. Vorne ist ein Strand. Ah, hat bei oben geschaut. H2O? Ja. Nee. H2O plötzlich Meerjungfrau? Nee. Das ist genau so ein Pay. Nee. Ja, oder werden die mal zu Meerjungfrau? Guckt euch mal bitte an, wie hellblau dieses Wasser ist. Das ist so wunderschön. Das ist nur an diesem Spot hier. Allgemein die ganze Szenerie, es ist so wunderschön. Ich bin so dankbar, das hier hinzudrücken. Das ist so toll. Und guck mal, das ist wie so eine. Das sieht aus wie bei Far Cry 3, dieses Cenote, wo was Jason reinschmeißt. I guess. Da.
Da ist er ja reingefallen. Guck mal, wie schön mit dem Loch da oben. Es ist so wunderhübsch. Wow, und dieses blaue Wasser, was ist das? Leute, ich habe eben meinen Wasserquallen gesehen. Ich finde Wasserquallen. Wasserquallen. Perfekt. Avatar Herr der Elemente. Windqualle, Erdqualle. Okay, es war eine Feuerqualle. Ich habe sie eben gesehen. Wenn ich sie noch finde, dann blende ich euch ein Bild ein. Leute, guckt mal, das ist ein Quali. Moin. Ein Servus. Quali. Moin. Mann, du denkst schon wieder an irgendein alkoholisches Getränk, Nova. Ja, fuck, da ist aber eine Beachparty. Alles aber! Was machen die Leute auf einmal hier? Yo, da sind so Shops und so Food Stores. Leute, ich habe mich mit den Besitzern hier angefreundet. Das ist es doch einfach, oder? Ja, Freunde, wo fange ich an? Haben wir uns dann gedacht, ja komm, so auf den Dienstag, da kann man ja auch einfach mal hier die Partymeile mal unsicher machen. Ne? Und dann ging es bergab. Das kann ich euch einfach nur so viel sagen. Wir sind in den Club rein, der hieß Footloose, wo ich mir dachte, so, okay, Digga, am Dienstag ist hier aber echt richtig voll. Also, ich meine, ein bisschen nicht eigentlich in die Arbeit oder in die Schule gehen. Kommen wir rein und wollen uns halt ein Getränk bestellen. Also, ich dachte draußen so, ich habe so dezent so einen kleinen Glümmerli, bin so ein bisschen angesippt, sagen wir mal so, ne? Stehe so ein bisschen im Fahrwasser, aber dann komme ich da rein und merke mir so, das reicht auf jeden Fall nicht für die Veranstaltung hier. Es muss sich jetzt wirklich Druck betankt werden. Auf jeden Fall kriegen wir dann unseren Wodka Orange in einen Pappbecher. In so einen Pappbecher. Ja, und dann, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz einblenden für alle. Ich habe Nick beauftragt und meinte so, ey, wollen wir nicht so Shots trinken? Meinte ich dann so, ach, wollen wir nicht 2 Tequila-Shots trinken? So. Ich zeige euch mal ganz kurz, was daraus geworden ist, was dieser Mann verstanden habe. Ist das der Kinderbomb-Trip? Also, sondern noch mit dieser edwardianischen Frisur. A lady, hot day, hot day, hot day. Would you like to have a cup of tea? May I have this dance? Ach komm, die Attitude macht's, ne? So, dann mache ich mich jetzt mal auf, ne? Ach ja, und Leute, wenn dieser Vlog draußen ist, dann ist die meine Schmuckkollektion draußen, Freunde. Look at that. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr mögt das. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Na gut, bis später. Ich glaube, das ist mit Abstand die absolut verwirrendste Szenerie, die ich hier gesehen habe. Einerseits haben wir hier das Meer, dann haben wir an dem Meer eine Bahn und hier hinter so eine riesige, keine Ahnung, römische Kathedrale. Und da hinten einfach Mazar. So, ich möchte jetzt auch ungern, ich bleibe ein bisschen weiter weg, weil ich jetzt ungern irgendwie Leute filmen möchte aus der Nähe, aber Mensch, Leute, Malta hat auch echt heftige Strände, also ich wollte schon immer mal in Mazar am Strand liegen. Zu geil, sehe ich mich. Aber no front, ist trotzdem alles sehr schön hier. Ich judge natürlich nicht über Architektur. Ich als Architekturkennerin, niemals. Guck mal, für die IT-Touris gibt es dann da auch nochmal ein extra Restaurant. Hörst du bitte auf mit diesen unwitzigen Jokes die ganze Zeit? Ist halt 80% Schatten. Ja, nee, das ist nicht so geil. Das ist auch nicht so geil. Da kam ja mit hoch. Der kann es, glaube ich, nicht sehen, aber da hinten ist unser cooles Casino. Ne? Da gehen wir heute Abend hin, wird total schön. Ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wenn es die Flippers nicht schon 40 Jahre gegeben hätte. So Freunde, ihr wisst ja, dass ich auf der Suche war nach einem Aperol. Das ist heute mein Tagesziel. Und schau mal einer guck, was wir hier haben. Da ist es nämlich. Köstlich, schmöchtlich. Good. Money coming, money go. I've been at it on the low. Trapping out a wild hill. I keep seeing the leaders doing as we talking plans and maybe seeing you.